Denn lasst uns reden, Freunde, was zu reden ist. Dass Sie sich vorstellen müssen, dass wenn wir 10 Stunden hier stehen oder 9 Stunden oder sowas und ich habe, also wenn man Pausen hat, ist ja, das nicht so schlimm, so dann geht es. Aber jetzt, ich habe heute die ganze Latte runter zu reden. Und dann setzen wir uns mal hin und spielen in der Mittagsstunde mal so eine halbe Stunde Skat oder sowas, ne? Damit man ein bisschen überhaupt was anderes, wegkommt, damit man ja wegkommt, auch vom Gedanken her, nicht, dass man nicht andauernd... Also machen wir erstmal das Offizielle. Wann haben Sie Geburtstag? 21.02.1929, Berlin. Wie sind Sie eigentlich zur Synchronisation gekommen? Ach gut, ich habe vor vielen Jahren, als ich anfing damit, mit Probesprechen angefangen. Machen Probesprechen und dann haben die damals gemacht. Und dann kam ich mal eine kleine, mal eine größere und dann irgendwann mal eine große Rolle. Und dann ging es so weiter immer. Und ich habe es damals gern gemacht und mache es heute gern. Und wenn die Leute, meine Kollegen immer sagen, nö, Synchron ist nicht und man muss also Theater ist das Große und Dings und das. Gut, stimmt ja. Aber ich habe es gern gemacht. Mhm. Und vielleicht, wenn man etwas gern macht, kann ja sein, dass es auch dann rüberkommt und dass dann gerade... dass dann die Leute dann auch entsprechend reagieren. Dann habe ich mehr und mehr gemacht und dann kamen die großen Bond-Filme und Paul Newman immer. Und Sie machen also effektiv eine Folge pro Tag, oder? Nein. 2 Tage eine Folge. Das soll man aber nicht überschätzen. Also zum Beispiel, wenn es schnell geht und leicht aussieht, ist es ganz schwer. Ja. Das ist wichtig zu wissen. Ja. Mhm. Denn wenn man sonst reingeht und man denkt vielleicht, also es wird so aus dem Ärmel geschüttelt, das ist nicht wahr. Ja. Bedarf schon einer teuflischen Konzentration, damit man also auch voll da ist, trifft und es ist halt schwer. Ja. Kritische Frage, warum sind Sie nicht dazu gekommen, Star Trek 3, den Kinofilm, zu synchronisieren? Das ist eine Entscheidung der Produktionsfirma gewesen. Ich habe mich sogar sehr geärgert darüber. Sie haben mich nicht mal angesprochen deswegen. Überhaupt nicht. Nee. Es liegt daran, dass die Etats generell sehr klein sind, also die finanziellen Etats sehr klein sind für Synchron. Und um es sachlich zu sagen, und die Berliner sparen, wo sie sparen können. Ja. Und die haben dann gesagt, dann müssen wir nicht einen aus München einfliegen. Kost Hotel, nicht. Und wir haben einen Berliner genommen, ganz einfach. So ist das. Ich meine, es war ja nun, wollen wir es nicht hochjubeln, aber es war ja ein wahnsinniger Erfolg bei den Leuten. Das ist eine Familienkiste, es hat den Kindern gefallen, es hat das Kasperle-Theater, es hat Abenteuercharakter, es hat alles. Und nun nach so einem Ding und dann plötzlich einfach übergehen, dass wir das gemacht haben, das finde ich, also das hat mich wahnsinnig geärgert. Ich gebe ganz ehrlich zu. Generell, also muss ich ganz ehrlich sagen, waren wir ja, da ich ja auch die Bücher gemacht habe, zu Anfang, also viele Bücher gemacht habe, war das eine sehr schwere Arbeit, weil, wie sich herausstellte, wo alle Leute lächelten und zum Beispiel, wenn so technische Details waren, musste das sorgfältiger gemacht werden, als man sich vorstellen kann. Also Zeitberechnungen und. Die stimmen alle, denn die sind, soweit ich weiß, ich meine, das ist nicht, bin nicht kompetent dafür, sogar mit der NASA zusammengearbeitet worden. Also das sind Dinge, die tatsächlich möglich sind. Und deshalb mussten sie im wissenschaftlichen Rahmen auch richtig sein. Und je mehr wir dahinter gekommen sind, dass die Basis richtig war, umso interessanter war die Arbeit. Da waren also 4 Autoren dran und die Redaktion und wir haben zusammengesessen, ich weiß nicht, über Tage und haben uns erstmal festgelegt, was wir überhaupt wie benennen. Und so sind dann die Ausdrücke entstanden. Und so ist ja auch Pille, weil Bones, wegen der Grundstellung, Bones Pille und Pille hat sich ja so eingebürgert, ist ja dann also wirklich, ich meine, ich muss auch sagen, wenn wir machen, also ich bin sowieso generell, auch in dem anderen, was ich mache, ob das Sonderdezernat K1 war oder ob das also die Rollen sind, die ich spiele, ich bin generell nicht der hochgestochene Künstler, der sich also irgendwo vergräbt und sagt, er ist also nun jetzt eine Elitärperson, sondern ich mache Unterhaltung für ein Publikum.
und bekenne mich dazu, ganz ehrlich, und meine, dass das wichtig ist. Und dass, wenn Leute nach Hause kommen und sich vor den Fernseher setzen, sie unterhalten werden wollen und sich entspannen wollen und nichts gegen eine Problemstory. Ja. Bestimmt nicht, auch die ist gut, mache ich auch gerne. Aber Fernsehen ist in erster Linie eine Unterhaltungssache. Und deshalb mache ich das, habe ich das sehr gern gemacht und mache es auch sehr gern. Mhm. Weil es eine Sache fürs Publikum ist. Und wenn es die Leute mögen, ich sehe auch keinen Grund, warum es... Gestern zum Beispiel war echt eine total schwachsinnige Story. Aber so komisch, dass wir den ganzen Tag gelacht haben. Nicht? Also, das war gut. Wo gibt es denn zu lachen heute noch? So toll ist es doch nicht. Mich würde es doch interessieren, welche das war. Welche das ist? Das ist die mit dem total ausgeflippten, wie heißt denn dieser Junge, der auf einem anderen Planeten ist und der früher mal Raumschiff-Captain war. Und es gab so eine ähnliche schon mal in den alten Folgen, da war es ein anderer, der verrückt spielte und das ist ähnlich, der ist total wahnsinnig und ist also Napoleon. Das ist wahrscheinlich. Napoleon und Dings und ja, alles ja, zusammen ja, ja, und. Ja. Naja, aber es ist natürlich, ja. Mit Paul Newman, dass Sie den am liebsten synchronisieren, ja, aber ist er auch Ihr Lieblingsschauspieler? Ja, ja. Also besonders dann, wenn er, sagen wir mal, so Sachen wie Clue oder so. Ja. Das ist für mich, da ist er traumhaft, das ist er auch nicht, also ich finde auch gar nicht zu überbieten. Cassidy, Sundance Kid, diese Sache. Gab es mal einen, der war ja hervorragend. Der ist leider, der hatte einen dämlichen deutschen Titel. Das war, der hieß im Deutschen Haie der Großstadt. Und hieß im Original der Hustler. Der Hustler, der BA-Spieler. Ja, hervorragend. Was die trieben da, also wirklich. Aber man weiß nicht, es ist ja auch eine Zeitfrage, Film, nicht? Und wenn man so den Goldfinger, habe ich mir neulich nochmal angesehen, es ist halt doch nichts mehr, was einen so vom Stuhl reißt, weil naja, ist wieder eine andere Kinodimension entstanden heute, nicht? Und damals war das ja sensationell, vor 20 Jahren. Also, ja, macht aber immer noch Spaß. Ja, aber nicht mehr so, dass man, ja. Nicht wahr, also... Und auch, dass man, also ist ja auch so im Laufe der Zeit, so durch Schwarzer und ich weiß nicht, Alice, also und die Entwicklungen in der Richtung, ist ja alles so wahnsinnig verbiestert geworden. Früher hat es ja niemand ernst genommen, wenn man mal so Scherze mit Frauen gemacht hat, so diese Witze, hat da niemand ernst genommen, ist drüber gelacht. Okay, heute heißt es schon, Gottes Willen, wer redet denn der über Frauen, dieser Macho? Begriff gab es damals zum Beispiel nicht? Also, sind schon spezielle Zukunftsprojekte, nächste Pläne? Nee, jetzt müssen wir erstmal, das ist ja erstmal, also das insgesamt, das langt ja jetzt erstmal, ich denke, das... Die Loveboat-Sache in Berlin, das sind 180 Filme, das sind 40. Also sprechen Sie einen Kapitän? Oder? Nee, ich spreche nichts, nur Bücher und Regie. Nee, und sonst, zum Thema Spielen und Rollen, da wird natürlich immer wieder angeboten und ich muss es leider sagen, es gibt nicht wahnsinnig viele Dinge, die produziert werden, wo ich so begeistert bin, dass ich sage, ach, das möchte ich also machen, wahnsinnig gerne. Es gibt es immer wieder, natürlich, klar, mal eine Rolle, die man gern spielt, oder, aber sonst haben wir ja nicht sehr gute Stoffe, nicht? Und wenn man also dann nun was spielen muss, was einem nicht zusagt, oder ob man was synchronisiert, was einem nicht zusagt, dann muss ich ehrlich sagen, synchronisiere lieber, was mir nicht zusagt. Als stehe selbst da und sie mir das nachher an und sage, oh Hoffmann, nee, also das war wohl nicht, oder? Nicht das, und das liegt ja nicht an einem selbst nur, sondern eben an Büchern, an Regisseur und an vielen, vielen Dingen, die zusammenkommen und wenn die nicht stimmen, dann ist eben halt Essig, ganz einfach. Ja, also. Nee, nicht so sehr, wenn es nicht... Und das ist ja auch ein...
Doch, also wenn mal irgendwas käme, zum Beispiel ein gutes Projekt käme mit jungen Leuten, würde ich wahnsinnig gern machen. Das würde ich wieder gern, aber... Das ist auch so, die kennt man auch nicht, nicht? Also da kommen plötzlich Leute von der Filmhochschule oder so, die man... Viele suchen auch den Kontakt nicht. Man persönlich weiß gar nicht, wie man den Kontakt herstellen soll. Ja. Die sagen wieder, ach Gott, der hat sowieso keine Zeit. Das ist das Erste, was gesagt wird. Und es stimmt auch. Aber mit ein bisschen Willen, guten Willen, könnte man vielleicht doch dies oder jenes an Zeit dann frei machen und dann, weiß ich nicht, einen interessanten Film machen. Der dann auch meinetwegen daneben gehen darf, finde ich. Ja, nicht? Wie lange der Arme braucht. Wenn man also dann experimentiert. Das würde ich mir jetzt wünschen, zum Beispiel, wenn sowas käme, damit aus diesem Produktionsdruck heraus, unter dem wir ja alle stehen, ein bisschen was zum Atmen gibt, nicht? Also zum Denken, weil es sehr wichtig ist, dass die Birne ein bisschen arbeitet. Ja. Haben Sie auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen? Also wenn Sie zum Beispiel, lesen Sie das Original, können dann... Hier, ja. Also hier sehen. Ja. Und wenn Sie hier sehen, ja, weil wir ja alle zusammen das gemacht haben. Ja. Da, also ja. Wie vorhin zum Beispiel, ja. wo der Herr Schick sagte, also er wusste nicht mehr beim Texten, ob die sich duzen oder ja. siezen. Ja. Mhm. Ja. Das ist ja klar, dass die sich duzen. Ja. Also die haben sich immer geduzt ja. und duzen ja. sich eben. Sonst hat im Film jetzt... Ja, viele andere Dinge auch. Wenn einem mal eben, das ist das Gute in so einem Team, ja. wenn der Ludwig dabei ist wieder und Schick dabei ist und ich dabei, dass wir uns überlegen dann jetzt hier wieder, dass wir es genauso machen, wie wir es hatten. Mhm. Denn ich meine, wenn die jetzt eingestreut sind zum Beispiel, da kommt ja mal eine, das sind ja die schwächeren Folgen alle. Das ist ja logisch, die damals aussortiert worden waren. Und die kommen ja jetzt nun dazwischen. Mhm. Wenn dann eine Wiederholung läuft, dann kommt mal eine solche zwischen und dann kommt wieder mal eine gute und so. Und dann müssen die stimmen. Ja, also ich meine, ja. da kann nicht plötzlich was anderes sein. Also wir hoffen sehr, dass sie für den Star Trek 4 wieder drankommen. Wir haben jetzt nämlich eine Aktion gestartet. Ich habe an die Berliner Synchron geschrieben und auch an die UIP. Und das in diesen zwei Filmen, also dass der militaristische Ton so durchschlägt. Weil das ist furchtbar, weil im Original ist es nämlich wirklich manchmal so tierisch ernst, gefährlich militaristisch manchmal. Mhm. Und wenn man das lockerer macht und wenn man sagt, also weiß ich nicht, wenn man eben halt drüber geht, mehr leichter sagt, ruf mal an und sag mal Bescheid. Da weiß man, kann sagen, Kommando an, ruf ja. schon aus. Ja, genau. Nicht? Das macht es liebenswert, wenn man es leichter macht. Mhm. Und das andere macht es kriegbar. Also ich weiß nicht. Ja. Ich habe auch was gegen diese großen militaristischen Formulierungen immer wieder. Obwohl es mit dazugehört, wenn es in der Action ist, braucht es halt eine Anweisung. Aber seltsam irgendwie ist, dass das Militaristische selbst im Englischen lockerer rüberkommt. Ja, na sicher, ja, sicher, klar. Sicher. Deutschland, ja. leichter geht. Sicher. Bei uns ist ja gleich, naja klar, deutsches Wort, ja. Hackbraten. oder deutsches Wort ist auch Rindsroulade. Ja, die Sprache ist halt ein bisschen martialischer, ne? Deutsch. Herr Hoffmann, bitte. Ja, ja, nein, ich komme. Ich komme sofort, ja. Na, ich will nur, dass ihr also nichts vergesst, was ihr jetzt habt, denn es könnte ja sein, dass noch irgendwas ist, dann rufen Sie mich doch an, abends zu Hause.